Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Thiele Football zum Stadiontest von der Mewa Arena des ersten FSV Mainz 05. Als das Bruchwegstadion nach fast 8 Jahrzehnten Auf- und Abstiegskampf, Tränen sowie glorreichen Momenten für die Bundesliga zu klein geworden war und nicht mehr die Anforderungen an ein modernes Bundesliga-Stadion erfüllen konnte, wurde 2007 der Bau eines neuen Mehrzweckstadions beschlossen. Nach intensiver Planung wurde am 5. Mai 2009 schließlich mit dem Bau der Arena begonnen, der im Jahr 2011 abgeschlossen wurde. Seitdem tragen die 05er ihre Heimspiele in der neu gebauten Mewa Arena am Europapark Kreisel aus. Die Kosten für das Stadion beliefen sich auf 55 Millionen Euro, hinzu kamen 15 Millionen Euro für die Baufläche und zusätzliche Bau- und Erschließungskosten. Vor den Toren der Stadt, nahe des Europakreisels und der Johannes-Gutenberg-Universität gelegen, ist die Mewa Arena bereits aus weiter Ferne zu sehen und erweist sich mit ihrer rot beleuchteten Fassade gerade abends und nachts als besonderer Blickfang. Die Standortwahl erwies sich bei den Planungen zum Arena-Neubau allerdings als kniffliges Unterfangen. Unter anderem gab es Überlegungen, in den Stadtteilen Weisenau, Hechtsheim oder Kastel zu bauen. Den Zuschlag erhielt letztlich jedoch der Wunschstandort im Stadtteil Mainz-Bretzenheim. Die Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz ist übrigens Eigentümer der Mewa Arena und zeichnete sich auch für den Neubau verantwortlich. Der erste FSV Mainz 05 ist Pächter und Betreiber des Stadions. 33.305 Zuschauer finden im Mainzer Stadion Platz. Es gibt 13.805 Steh-, 2.700 Logen- und 140 Behindertenplätze. Das Klima zu schützen, natürliche Ressourcen zu bewahren und umweltbewusst zu agieren, gehört seit Jahren zum Selbstverständnis von Mainz 05. Und mit dem Bau der Mewa Arena konnte das Engagement auch auf das Sportstättenmanagement ausgeweitet werden. So viel also zu den Fakten und los geht's jetzt mit dem Test der Mewa Arena des ersten FSV Mainz 05. Und damit auch nochmal hallo Fußballfreunde aus Mainz zum Stadiontest der Mewa Arena. Und wie immer, Anreise haben wir schon mal geschafft, war aber auch deutlich kritischer als in Paderborn oder auch in Freiburg. Also das ist bei der Mewa Arena wirklich ein großes Problem, dass es keine Parkplätze direkt am Stadion gibt. Es gibt einen Shuttle-Service, wo du sowohl am Messegelände als auch am Bahnhof parken kannst. Aber es ist schon wirklich eine große Katastrophe, wie ich finde, wenn es keine Parkplätze in der Nähe vom Stadion gibt. Shuttle-Service, alles gut und schön, aber auch das dauert halt dann nochmal deutlich länger, bis du dann am Stadion angekommen bist. Und deswegen haben wir jetzt hier auch mitten in einem Wohngebiet geparkt, wo Parkplätze am Straßenrand waren, also ganz legal logischerweise, aber es ist schon wirklich unfassbar schwer, hier in Mainz einen Parkplatz zu finden. Durch das Ticket hat man wie überall auch ÖPNV natürlich kostenlos mit dabei. Stadion liegt ja außerhalb der Stadt. Und nochmal kurz wegen den Parkplätzen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es als Fußballfan echt nicht angenehm ist, wenn du Stress alleine schon hast vorm Spiel durch eine Parkplatzsuche. Finde ich einfach nicht geil. Und ja, ich weiß, rund um Stadion herum geht es darum, dass natürlich die Landwirte ihre Ackerflächen haben und so weiter und so fort. Ich komme aus dem Sauerland, ich verstehe das durchaus. Aber wenn man halt ein neues Stadion baut, dann muss man, wie ich finde, auch Parkplätze garantieren für seine Zuschauer. Und ja, Mainz setzt sich sehr für Nachhaltigkeit und so weiter und so fort ein. Für mich aber klare Meinung, ohne Parkplätze kannst du es halt nicht machen. Hier übrigens das Ticket, heute mal im Block K, relativ in der Nähe vom Auswärtsblock für 44 Euro, Reihe 36. Sollte eine gute Sicht sein. Hier rollt übrigens der Verkehr Richtung Innenstadt, Richtung Stadion. Am besten übrigens auch nicht durch Wiesbaden kommen, sondern von der Autobahn. Auch das sorgt nochmal für ein bisschen mehr Entspanntheit. Und ganz da hinten, rotes Stadion, die Mewa Arena. Leuchtet übrigens im dunklen Rot, dann sieht es ganz schick aus. Da sind wir. Über das Aussehen sind schon die Wörter Möbelhaus und Auto ausgefallen. Aber gut, ich persönlich finde es deutlich angenehmer als manche andere Stadien, die wir bislang so gesehen haben. Speziell natürlich die großen Scheiben an den vier Ecken. Ansonsten wären das natürlich vier stinknormale Tribünen gewesen. Also so geht das auf jeden Fall ganz klar. Ja, das Rot macht es auch immer noch mal deutlich schicker. Wäre das nicht da, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen kritischer. Da hinten haben wir übrigens Mainz Ultrakurve. Hier ein Eingang und wir müssen in die Richtung. Hier sind wir am Eingangsbereich, noch gar keine Schlangen. 6:30 war Start und Eröffnung, wir haben jetzt so 15:45. Wunderbar. Und so also die ganze Geschichte von innen.
kurzer Blick auf die Toiletten. Ja, genügend vorhanden. Riecht ein bisschen streng, passt schon. Hier übrigens die ganzen Essens- und Getränkebuden. Die fangen hier an und gehen bis da hinten durch. Also gibt jetzt nicht an jeder Bude alles, aber es gibt wirklich viel. Und was cool ist, du hast schon relativ viel Platz zwischen Katakomben und Essensbereichen und dazwischen auch noch so Tische und sowas. Das ist ganz cool gemacht hier. Bezahlung in den ganzen Shops hier übrigens nur bargeldlos, sprich mit Karte. Mit Mainzer Dauerkarte geht es übrigens auch, aber finde ich persönlich nicht verkehrt, sprich Bargeld geht nicht. Essen Nummer 1, eine Feuerwurst, wird hier als Spezialität angepriesen. Mal gucken, wie schmeckt. So die ganze Geschichte von innen. Ja, im Vergleich zur Bratwurst, feurig rot. Vom Geschmack durchaus scharf. Doch, das zieht schon den Nachgeschmack, aber kann man machen. Hier übrigens das Pilz von Bitburger. Ich habe gar nicht geguckt, was es gekostet hat. 4,50 glaube ich. Sieht aus wie Apfelschorle. Hoffentlich schmeckt es nicht so. Schmeckt sehr apfelig. Also wohl doch kein Pilz, sondern Apfelschorle. Bitte, was hast du bestellt? Ja, Bier gibt es dann gleich. Apfelschorle schmeckt. Und dann hier nochmal Weinschorle, auch in einem schönen Becher. Und da ist dann auch wirklich ein bisschen Alkohol drin. Ich bin ja kein großer Weintrinker. Und wer jetzt auch nicht? Ja, passt halt in die Region, ne? Was auf jeden Fall cool ist, du hast halt da hinten überall so Tische und so stehen. Und hier nochmal so ein paar Bereiche, da schick. Feuerwurst, sehr, sehr gut, auch wenn sie ordentlich scharf war. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten gibt es hier auch Bratwurst, Fleischwurst, Fleischkäse. Was haben wir noch? Frikadelle, Veggies, Pommes, Falafel, Salat gibt es sogar auch. Es gibt Eis und ein Tagesangebot, immer ein bisschen verschieden hier. Also auf jeden Fall von der Auswahl her sehr, sehr gut, auch in Sachen Getränken. Standardprogramm mit Bier, alkoholfrei, Cola, Fanta, Sprite, Wasser, Apfel, Schorle und dann ansonsten auch noch, was haben wir noch? Glühwein, Weinschorle und es gibt auch irgendwie sowas Granini-Cocktail-mäßiges. Mal gucken, was das ist, ob man das irgendwo findet. Aber ja, es gibt alles. Pilz kostet übrigens 4,90 Euro. Also schon relativ teuer. Zumindest das teuerste, was ich bislang so im Stadion gesehen habe. Hier sind wir also im Stadion Inneren. Da hinten haben wir die Mainzer Ultrakurve mit einem durchgängigen Stehblock, was auf jeden Fall sehr, sehr geil ist. Und so schaut's aus. Angekommen auf unseren Plätzen, Reihe 36, ungefähr 40 Reihen gibt's hier, glaube ich. Und du hast eine geile Aussicht von überall, also im Stadion. So sieht's nämlich von hier aus. Sehr schön. Hier oben übrigens nichts los, weil du eben von unten reinkommst, aber ganz da hinten ist noch ein Bierstand. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber cool. Letztes Mal, als ich hier war, konnte ich genau sowas hier gar nicht alles sehen, weil da war Verkehrschaos pur. Da waren wir erst kurz nach Anpfiff im Stadion. Also mein Stadion macht schon was her, man fühlt sich wohl hier. Dreiviertel Stunde vor Anpfiff, Unmengen an Leuten hier. Sehr, sehr eng, extrem viel Getrubel. Du kannst hier kaum noch gescheit durchlaufen, aufs Klo auch schon voll. Ah! Hier haben wir übrigens auch noch einen Fanshop von Mainz im Stadion. Schlange, dreiviertel Stunde vor Anpfiff. Jetzt haben wir eine Bratwurst, kostet übrigens 2,50. Pils 4,90. Ja, das gibt's jetzt endlich mal. Übrigens, trotz relativ langer Schlange, Service top, alles gut vorbereitet. Das läuft echt gut hier. Klar, ein bisschen warten musste, aber das wird schnell abgefertigt. Sehr gut. Und da haben wir jetzt noch mal eine Bratwurst. Ja, ein bisschen witziger als sonst. In Ordnung. Und hier gibt es übrigens auch Matches. Das sieht schon sehr geil aus. Wie geil war es denn? Schmeckt auch gut. Sehr gut. Mit der Kräutertipp dabei. Geil. Wir sind in der und jetzt auch Pilz für 4,90 Euro. Jungs, die sind seit 10 Jahren bei Mainz 05. Die sind ab Bitburger bin ich kein Freund von, aber. Ja, das geht der ganze Staff noch umtrainiert. Okay, kann losgehen. Stadionsprecher auf jeden Fall verrückt. Sprintet übers Feld von Tribüne zu Tribüne. Und begrüßt die Mainzer. Und jetzt will ich euch Menschen sehen. Komm! In Auskommen, die Hocke. Die Flanken machen alles vor, besonders unser Platin- und Familienblock. Coole! Coole!
unsere Nummer 19, Anthony. Mit der Nummer 36, Marlon. Anschluss, Spiel läuft. Pause! Es ist Halbzeit, Zeit aufs Klo zu gehen. Heißer Klo, rein in die Schlange. Attacke. 1,52, easy. Übrigens hier in dem Bereich zur Kurve ist relativ viel Platz, aber da Richtung Kioske und Toiletten, da ist jetzt extrem viel Schau. Also obwohl eigentlich viel Platz ist, ist es auch schon ordentlich eng hier. Weiter geht's. Das war's aus der MEVA Arena. Mal kurz warten, bis ich mal bin. Und mehr gibt's jetzt auch nochmal im Fazit. Kommen wir also zur Bewertung der MEVA Arena mit den üblichen Kategorien Parken, Toiletten, Essen, Atmosphäre. Und für jede Kategorie vergebe ich Punkte von 1 bis 10. 10 ist dann logischerweise das Beste. Starten wir rein, wie immer, natürlich dann auch, wenn man ein Stadion besucht, mit der Parkplatzsituation. Und da kann ich es kurz machen. Es gibt kaum bis gar keine Möglichkeit, am Stadion zu parken. Ja, mir haben auch nach dem Spiel viele gesagt, park doch an der Uni, da gibt es Parkplätze, die zur Verfügung stehen. Ja, das stimmt durchaus, aber auch dort wird es vor dem Spiel oftmals sehr, sehr voll und man hat dann keine Möglichkeit mehr. Es ist einfach suboptimal gelöst. Ich habe ja auch schon zu Beginn des Videos ein bisschen was dazu gesagt. Von mir gibt es hier die Note 3 von 10, auch wenn ich weiß, dass mich manche sicherlich dafür kritisieren werden, bin ich hier auch einfach offen und ehrlich. Blicken wir auf die Toiletten und dort sind auf jeden Fall erstmal genügend vorhanden. Bei mir war auf jeden Fall schon sehr früh zu meinem Besuch ein unangenehmer Geruch da drin, warum auch immer. Es gibt sicherlich auch grundsätzlich saubere Toiletten, als das in Mainz der Fall war. Was aber positiv war, die Schlangen, die gingen auch wirklich in der Halbzeit klar. Also man ist relativ zügig zur Toilette gekommen. Es war allerdings sehr viel gedrubbelt da drin. Also es war durchaus ein bisschen eng. In Summe gibt es hier die Note 6 von 10. Ein sicherlich Lieblingsthema von vielen von euch und auch von mir ist das Essen und Trinken in den Stadien. Und hier muss ich wirklich mal sagen, die Auswahl, die es in Mainz gibt, die ist richtig, richtig gut. Also wer dort nichts findet, der ist wirklich selber schuld. Und auch der Geschmack von allem, was ich so probiert habe, ob es wirklich die Feuerwurst war, die ich echt richtig gut fand, die Bratwurst oder auch erst recht die Wedges, war wirklich top. Man muss aber dazu sagen, die Preise sind relativ hoch im Vergleich zu anderen Stadien, sprich nochmal ein Ticken höher. Grundsätzlich von mir aber auch die klare Meinung, das ist eh ein Problem im deutschen Fußball.
dass bei sowas einfach sehr viel Geld verlangt wird. Wartezeiten waren auch vollkommen solide. Ich fand, es ist ein toller Service in Mainz. Man war dort sehr gut vorbereitet auf viele Menschen, dass das Essen direkt fertig ist. Und da können sich wirklich andere Stadien ein Beispiel dran nehmen. Bedingt durch die etwas so hohen Preise komme ich deswegen hier auf eine sehr, sehr gute 8 von 10. Und dann kommen wir natürlich noch zur Atmosphäre. Und die Stimmung ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, zumindest wenn man es objektiv machen will. Und deswegen ist das für mich eben auch nur ein Unterpunkt bei der generellen Atmosphäre. Denn ich war ja ohnehin neben sehr, sehr lauten Schalkern, konnte damit gar nicht wirklich sachlich beurteilen, ob jetzt Mainz-Fans gute Stimmung machen oder nicht. Ich fand sie auf jeden Fall trotzdem nicht so verkehrt. Vom Ambiente her fand ich es auf jeden Fall sehr angenehm. Trotz vielen Leuten zu den Stoßzeiten war vor allem auch vor dem Spiel sehr viel Platz und Aufenthaltsmöglichkeiten bei den Kiosken, was einfach wirklich cool gemacht ist. Vom Aussehen her haben wir wirklich große Scheiben in den Ecken, die finde ich irgendwie cool, irgendwie auch komisch, auf jeden Fall besser, als wenn man wirklich nur diese 4 stinknormalen Tribünen nebeneinander hat. Die sind aber zumindest auch im unteren Bereich miteinander verbunden, natürlich eben auch mit der durchgängigen Stehtribüne. Im Dunkeln soll da das Stadion eigentlich rot leuchten, wodurch es eben dann von außen noch wirklich nochmal schick aussieht. Bei uns hat es leider nicht geleuchtet. Insgesamt hier auf jeden Fall dann eine Note von mir, und zwar die 7 von 10. Und somit haben wir die 4 Kategorien bewertet und als Gesamtnote kommen wir hier auf eine 6 von 10. Insgesamt gesehen habe ich mich dieses Mal deutlich wohler gefühlt in der MEWE Arena als im Januar, wo ich schon mal dort war, weil ich eben auch zum einen besser auf die schlechte Parkplatzsituation vorbereitet war und es auch während des Spiels genug zu essen und zu trinken gab. Beim letzten Mal gab es nämlich in der zweiten Halbzeit nur noch Frikadellen aus Pappbechern. Im Vergleich zu anderen Stadien bin ich vor allem auch überzeugt von dem Service, den Mainz hat. Das war sicherlich mit das Beste, was ich bislang so gesehen habe. Das Essen und auch die Getränke waren richtig gut, auch wenn sie eben dann teurer sind als in anderen Stadien. Grüße an der Stelle nochmal an alle Mainzer. In dem Sinne sage ich, macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be